So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brot und Wein. Diesmal von der Straße. Ich freue mich, euch zu sehen, und ich wollte gerne mal ein bisschen über den Teufel sprechen. Genau. Der Teufel ist nämlich nicht so ein roter Typ mit Huf und einem Pfeilschwanz und Hörnern, ja, sondern er ist ein Engel des Lichts, der verführen zu versucht, ja, und der uns was anbieten möchte, was gut aussieht am Anfang, und wenn wir es nehmen, dann verwandelt es sich in Mist. Ja. Er ist der Engel des Lichts, ja, und alles, was er kann, ist Lügen. Die Bibel sagt in Johannes 8, 44, dass er der Vater der Lüge ist, dass er nichts anderes kann als lügen, und wenn er lügt, tut er es aus sich selber heraus. Ja. Das heißt, alles, was der Teufel dir anbietet, ist Lüge. Alles, was er dir sagt, ist Lüge. Alles, womit er dich versucht zu locken, ist Lüge. Jesus sagt, er ist die Wahrheit, richtig? Er ist die personifizierte Wahrheit. Er ist nicht nur eine Theorie oder Theologie, sondern er ist die Wahrheit in Person. Und diese Wahrheit macht uns frei, das ist auch ganz klar. Wahrheit ist nicht Lüge und Lüge ist nicht Wahrheit. Es widerspricht sich, die beiden Sachen. In Johannes 10, Vers 10, ganz berühmter Vers, heißt es, dass der Dieb nur kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Also kaputt zu machen, wegzunehmen, zu rauben, zerstören. Ja, das ist, was der Teufel macht, das ist, was der Dieb macht. Dass Jesus aber gekommen ist, um Leben zu geben, und dieses Leben im Überfluss. Das Wort Überfluss heißt über das Gewöhnliche hinaus. Also kein gewöhnliches Leben. Ja? Und der Dieb klaut, er raubt. Das heißt, immer wenn in deinem Leben Dieb ist, wenn in deinem Leben Raub ist, wenn in deinem Leben etwas ist, was kaputt macht, zerstört, wegnimmt und so weiter, dann weißt du, dass es nicht Jesus ist, weil Jesus ist gekommen, dir Leben zu geben, und das im Überfluss. Und Jesus ist diese Wahrheit. Das Wort sagt weiter in, ich denke, es ist Johannes 8, 30 bis 32, dass wir, wenn wir in seinem Wort bleiben, ja, in Christus, in seinem Wort, dann werden wir die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird uns frei machen. Und da sehen wir, was nötig ist, um nicht in die Lüge zu fallen. Okay? Wenn wir frei leben wollen, müssen wir die Wahrheit kennen. Ansonsten wird der Feind seine Lügen uns als Wahrheit verkaufen. Der wird uns sagen, der wird uns so lange bearbeiten und bequatschen und belügen und betrügen, bis wir denken, dass was er stimmt, richtig ist, bis das die Wahrnehmung seiner Lüge uns größer erscheint als die Wahrnehmung von Gott und seinem Reich, dass wir mehr überzeugt sind von dem, was der Feind uns versucht einzureden, als das, was Gott uns sagt. Ja, und in dem Moment, wo wir das glauben, bekommt der Feind Recht über unserem Leben. Weil Fakt ist nämlich, und das ist die absolute, aber gute Botschaft, dass der Feind besiegt ist. Amen. Der Teufel ist besiegt. Lies mal Kolosser 2, Vers 15. Da heißt es, dass Jesus Triumph durch das Kreuz über ihn gehalten hat. Und eigentlich das Wort dort im Urtext bedeutet, er hat ihn im Triumphzug nackt durch die Straßen geführt. Ja, er hat ihn vorgeführt. Er guckt mal da, keine Waffen mehr, keine Macht mehr. Er ist besiegt. Ja, der Feind ist besiegt. Er ist ein besiegter Feind. Alles, was er versucht, ist, dich zu belügen und seine Lügen so real, dich damit so einzuschüchtern, dass du handelst nach diesen Lügen. Und in dem Moment, wo du das tust, hat er Macht. Dann bekommt er Macht. Ja, das ist das Einzige, was er noch kann, ist Lügen. Das ist das Einzige. Und unser Kampf ist die Frage, was glauben wir? Was glaubst du? Glaubst du der Wahrheit, die dich immer in Freiheit führen wird? Ja, Jesus wird dich immer in Freiheit führen. Das ist immer das Ziel. Oder glaubst du Lüge, die dich immer in Gebundenheit führen wird, selbst wenn sie sich als Freiheit verkauft? Ja? Und das ist es. Das ist, was wir als Christen entscheiden dürfen. Ja? Und wo wir wachsen müssen, ist nämlich die Wahrheit zu erkennen, in seinem Wort zu bleiben und darin uns richtig festzubeißen. Amen. Und dieser Lüge nicht zu glauben. Alles, was sich nach Lüge anhört, einfach nicht anzunehmen. Einfach nicht zu akzeptieren. Ja, diesen Schild des Glaubens hochzuheben. Denn der Feind versucht dich immer mit Gedanken. Das sind übrigens nicht Gefühle, sondern Gedanken. Er kommt mit Gedanken, und Gedanken verursachen Gefühle. Richtig? Das heißt, er schießt einen Pfeil, einen feurigen Pfeil. Psch, ja, eine Lüge. Zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel. Du bist es nicht wert. Oder du bist hässlich. Oder du bist doof, oder was auch immer. Ja, du schaffst es nie, das wird nie was, du bist ein dreckiger Sünder, vergiss es doch, du wirst niemals heilig leben und so weiter. Lauter solche kleinen Geschichten versucht dir einzureden. Und jetzt kannst du zwei Möglichkeiten haben. Entweder du kennst die Wahrheit, zum Beispiel bei du bist hässlich, ja, kommt da gleich Psalm 139 in den Sinn.
Nämlich, ich bin wunderbar und einzigartig gemacht und meine Seele erkennt es sehr wohl. Und das ist der Schild des Glaubens. Der Schild des Glaubens ist nicht irgendein imaginären Schild, den du hältst, sondern der Schild des Glaubens ist, dass du der Wahrheit glaubst. Und in dem Moment, wo du die Wahrheit glaubst, wird der feurige Pfeil, der steckt da drinne, in der Wahrheit, dass du wunderbar gemacht bist. Und diese Lüge, dass du hässlich und doof bist, trifft dich nicht. Nun kannst du aber auch anfangen, über die Lüge nachzudenken und zu überlegen, ja, wenn ich in den Spiegel gucke, so, ne, da ein Pickel, da was nicht so ganz, ein bisschen Fett habe ich da auch, ein bisschen mollig, bla 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 und so weiter. Und dann auf einmal denkst du, ja, der Feind hat recht, was kommt? Bedrückung, Betrübnis. Ja? Und wenn es dann weitergeht, dann kommt ein zwanghafter Druck abzunehmen. Und so entstehen Essstörungen, ja, so entstehen verkrampfte Identitätsprobleme und so weiter. Selbstannahme funktioniert nicht. Und wenn wir uns selbst nicht annehmen, können wir unseren Nächsten auch nicht lieben. Und ihr versteht das, okay? Es geht so ein, es fängt an, so ein Kreislauf, ein Teufelskreis zu entstehen. Durch Lügen, durch Sachen, durch Worte, die gesprochen wurden, die wir angefangen haben zu glauben. Ja, durch, man könnte auch manchmal dazu Wortflüche sagen. Ja, wenn du und deine Eltern dich aufgezogen haben, immer dir gesagt haben, du schaffst das nie, du bist zu doof, das wird nie was. Was denkst du, was aus dir wird? Nämlich nie was, wenn du das glaubst. Aber du kannst es ersetzen mit der Wahrheit, weil jede Lüge hat eine Wahrheit, sonst gäbe es keine Lüge, richtig? Es gibt keinen falschen 7-Euro-Schein, weil es keinen echten 7-Euro-Schein gibt, okay? Also immer da, wo der Feind lügt, da gibt es eine Wahrheit, die frei macht. Und diese Wahrheit müssen wir entdecken im Wort Gottes. Diese Wahrheit müssen wir einfach ergreifen und in Freiheit geführt werden, weil der Feind ist ein Lügner. Und vergiss es nicht. Denk daran, dass was immer er dir anbietet, dich in Gefangenschaft führt. Und Jesus macht dich frei. Halleluja. Der Feind ist besiegt. Er wurde am Kreuz besiegt. Er ist ein besiegter Feind. Der Schlange wurde der Kopf zertreten. Und du bist in Christus der Herr. Gott aber sei Dank, der uns... Du bist nicht der Herr, okay? Ja, danke Jesus, dass ich das noch gecheckt habe. Du bist nicht der Herr, sondern du regierst, okay? Du bist nicht der Herr, aber du bist ein Herr in ihm. Ja? Du regierst, du bist ein König und Priester und du regierst über die Lüge. Und wenn die Lüge dich bombardiert, dann füll dich mit der Wahrheit, füll dich mit der Realität in Christus, füll dich mit dem, was Gott gesagt hat und glaube das, was Gott sagt und nicht das, was die Welt sagt, was die Lüge sagt. Ja, das ist so wichtig. Das ist einfach so wichtig, um siegreich zu leben, um ein Christ zu sein, der nicht besiegt ist, sondern jemand, der nach Römer 5,17 durch den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit herrscht in Christus Jesus. Der Feind wird immer versuchen, dich zu belügen, überhole ich mal jetzt nicht mehr, und dich da rauszutricksen und dich schwach zu machen, dich krank zu machen, dich arm zu machen, dir zu sagen, du bist nichts, es wird nichts und so weiter. Das ist Lüge. Das ist einfach Lüge. Geh in die Wahrheit, in die Person Jesus Christus. Kenne das Wort, okay? Weil sonst wirst du glauben, was der Feind sagt, dass es die Realität ist. Und Jesus, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist. Die Wahrheit macht uns frei. Heiliger Geist, du bist der Geist der Wahrheit. Du führst uns in alle Wahrheit. Du führst uns in Christus hinein und verherrlichst Jesus. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du Lügen aufdeckst, dass du falsche Gedankenflüche, Wortflüche brichst, Jesus. Herr, dass wir die Wahrheit glauben, dass wir aufhören, die Lüge zu glauben, dass wir nicht das glauben, was Menschen sagen, die dich nicht kennen, Jesus. Und Herr, irgendwelche letzten Worte, auch manchmal von Ärzten, so gut sie auch sind, Jesus, wenn sie Krankheiten erklären, so ist das und es ist unheilbar. Du hast das letzte Wort, Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass wir jetzt einfach dir glauben dürfen, als Kinder Gottes im Vertrauen einfach ruhen können, dass du machst, was du sagst, dass du kein Mensch bist, dass du lügst, sondern dass du tust, was du gesagt hast, dass du ausführst, was du gesprochen hast, Jesus. Und ich danke dir dafür, Jesus. Und ich setze Glauben frei in unseren wertvollen Zuhörern. Und ich danke dir für die Wahrheit. Und dass wir im Kampf siegreich stehen, in diesem Kampf des Glaubens, dass wir immer die Wahrheit glauben können. Und dass die Realität deines Reiches uns immer in einem stärkeren Bewusstsein ist, als das Reich der Finsternis, in Jesu Namen. Ich hoffe, es hat euch gesegnet. Es macht so viel Spaß immer, für euch, mit euch zu sein und diese Videos zu drehen, ganz ehrlich. Ich freue mich so sehr. Kommt mal bei uns vorbei. Wir freuen uns auf euch. Gott segne euch. Bis bald. Ciao. Wir möchten euch nochmal einladen zu unseren Schaber-Straßenerweckungstagen mit Frank Gresham, seiner Frau und anderen. Es wird absolut der Hammer werden, ja, wenn du lernen willst, wie man übernatürlich, fröhlich und frei das Evangelium rausbringen kann, ohne Stress und Druck und Verdammnis. Dann komm vorbei, ja, egal wie lange du vielleicht schon sowas machst oder auch nicht, wir wollen einfach gemeinsam
Euskirchen auf den Kopf stellen. Ja, Frank Gresham ist ein Motorrad-Evangelist, der viele, viele Zeichen und Wunder erlebt. Wir werden viel Spaß haben, viel Freude. Es wird so richtig schön. Ja, das ist, was wir voll glauben, dass wir einfach eine wirklich schöne Zeit haben, die uns voll segnet und viele Menschen berührt, heilt, befreit, ins Reich Gottes zieht. Ja, komm vorbei, melde dich an. Wir bitten dich um Anmeldung, info@fatufa.org. Ja, es ist, wenn ihr nicht die ganze Zeit kommen könnt, kommt einen Tag, kommt zwei Tage, aber meldet euch bitte an. Abendveranstaltungen sind frei. Ja, kommt vorbei, da braucht ihr euch nicht anmelden, aber sonst meldet euch bitte an vom 1. bis 4.7. Sei dabei. Dankeschön, wir freuen uns voll auf euch.